Dann wollte ich mich verarschen. Das ist ja mein Ding. Das Ding hat nämlich eine Neuauflage im Mediabook bekommen. Und die stelle ich euch heute vor. Und das Besondere an diesem Video heute ist, ihr könnt natürlich wieder was gewinnen. Jeweils ein Mediabook, wie das Ganze stattfindet und was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß dabei. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Universal und Turbine haben insgesamt 3 Mediabooks zu The Thing rausgebracht. Cover C ist von Matt Ferguson. Das stelle ich euch jetzt nicht vor. Da seht ihr einmal kurz eingeblendet, wie das aussieht. Die anderen beiden sind aber auch von 2 bekannten Künstlern. Dieses hier ist von Drew Struzan und das andere ist von Les Edwards. Und die Cover hier sind jeweils auf 2000 Exemplare limitiert. Cover C, was ich jetzt hier leider nicht habe, ist auf 1000 Exemplare limitiert. Und für mich persönlich ist natürlich das hier das Cover, was ich mit The Thing verbinde. Und mir gefällt es richtig gut. Ich habe es tatsächlich nie mir so genau angeguckt. Vor allem der Schriftzug kommt hier echt gut deutlich rüber. Das Erste, was mir natürlich bei dem Mediabook auffällt, ist, dass es hier keinerlei Lack- oder Prägungsspielereien gibt. Es ist relativ schlicht, so wie die anderen Turbine-Mediabooks tatsächlich auch. Aber es ist schön, da es ja eben mit Universal zusammen rausgekommen ist, dass es hier sich tatsächlich um einen G2, also DVD-Größen-Mediabook handelt und nicht eine kleinere Größe, so dass es irgendwie unvorteilhaft im Regal aussieht. Wenn man sich das Mediabook genauer anguckt, dann fällt halt auf, dass auch keine Limitierungsnummer aufgedruckt ist. Ja, und das hintere Backcover ist natürlich echt mega überladen. Man hätte natürlich jetzt hier eine J-Card haben können, wo die Details draufstehen. So finde ich es doch schon sehr voll. Also hier oben erst mit der Inhaltsangabe, dann zu der Edition jetzt dann noch das Bonusmaterial und die ganzen technischen Details. Andere Lösungen, die mir deutlich besser gefallen, aber das ist natürlich jetzt hier auch trotzdem jammern auf hohem Niveau. Ja, hier hinten steht nochmal drauf, es ist auf 2000 Stück limitiert. Es hat einen 40-seitigen Buchteil, was schon echt krass ist. Und eben das klassische Motiv von Drew Struzan. Zum Film weiß ich nicht, ob ich da überhaupt was zu erzählen muss. Wenn ihr den nicht kennt, guckt euch den auf jeden Fall an. Lange Zeit war der auch initiiert, ist dann ab 16 freigegeben worden und gefällt auf jeden Fall richtig gut. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal dieses Motiv genauer an. So. Und dann haben wir hier einen Booklet mit Inhaltsangabe. Also das ist schon auf jeden Fall eine krasse Kiste. Tatsächlich ist das eins der wenigen Booklets, die so viel Text mitbringen. Also es gibt natürlich immer mal wieder ausführlichere Booklets, aber das ist ja echt ein halbes Buch. Schön kleiner Text, also da hat man echt einiges zum Lesen. Sehr schön, auch alles auf Deutsch, nichts irgendwie im englischen Text oder so, also hier ist alles schön übersetzt. Ja, es ergibt zusammen, wenn man möchte, ein Bild. Häufiger ist ja hinter den Trays tatsächlich dann, dass man eine Art, dass sich ein großes Bild zusammensetzt, ist jetzt nicht der Fall. Hier haben wir Bonusmaterial hinten drin. Und hier vorne haben wir den Film dann auf DVD und eben auf Blu-ray. Ja, von der Seite auch ganz klar, ja, habe ich ja eben schon kurz gezeigt. Hier unten ist das Turbino-Logo, hier oben ist das Universal-Logo. Und an sich echt schön, aber ich muss halt gestehen, was mir echt nicht so gut gefällt, ist halt eben die Tatsache, dass hinten so wahnsinnig viel draufgedruckt ist. Und, aber das stört mich persönlich gar nicht, was mir eben auch aufgefallen ist eben gerade, hier ist ein kleiner Druckfehler drauf und erstmal remastered auf DVD, also dann müsste er erstmals. Aber nun gut, jetzt zeige ich euch das Edwards-Cover. Mir sagt dieses Cover überhaupt nichts, ich kenne das nicht, ich weiß nicht, auf welchem Medium das davor abgedruckt war, ob das nur als Poster gibt, ob es das irgendwie auf der Verleih-VHS oder sonstiges war, ich kenne es nicht. Und ich habe auch erst ein bisschen gebraucht, um es zu checken. Also es ist ja hier gemalt und hier oben drauf, wenn ich es richtig interpretiere, könnte das ein Gesicht sein, vielleicht das Wolfsgesicht. Ganz genau bin ich mir hier nicht sicher. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, was das wirklich darstellen soll und wo man dieses Motiv finden konnte. Nichtsdestotrotz sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Auch hier schön an der Seite geht es weiter. Selbe Format natürlich, aber auch hier ist dasselbe Phänomen. Es ist einfach zu voll. Wenn wir jetzt die beiden mal im direkten Vergleich uns angucken, muss ich aber sagen, dass das Schwarze irgendwie ein bisschen ruhiger aussieht, fast als das Blaue. Was mir aber richtig schön gefällt, ist, dass eben hier die Bilder farblich angepasst wurden. Also hier haben sie den Blaustich drauf, hier haben sie dann diesen Rotstich drauf. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ich habe erst gedacht, das sind komplett unterschiedliche Bilder. Aber falsch gedacht, das ist einfach nur schön bearbeitet. Ja, na, auch hier 3-Disc-Mediabook, 40-seitiger Buchteil und auch auf 2000 Stück limitiert. Wir haben hier dann
ein anderes Motiv hinter den Trays. So, jetzt können wir doch nochmal gucken, ob auch im Buchteil dieselben. Aber ich glaube, ja doch, okay. Also, Buchteil scheint aber identisch zu sein. Okay, okay, okay. Ja, das heißt, Booklet brauche ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Das haben wir eben ja schon angeguckt. Und auch hier ist dann wieder... Das finde ich vom Innenteil natürlich deutlich schöner als das letzte. Ja. Müsste man sich mal vielleicht selber einen zusammenstellen. Das wäre doch mal vielleicht eine coole Option. Man kann sich Cover, Tray und Farbgebung selber aussuchen. Ja, auch hier ist wieder natürlich vorne die Blu-Rays und vorne die Blu-Ray und die DVD mit drin. Ja, sehr schönes Booklet auf jeden Fall. Tobias Hohmann hat es wohl geschrieben. Und gefällt mir richtig gut. Werde ich mir auf jeden Fall gleich noch in Ruhe angucken. Ich mag den Film echt gern. Ich habe den jetzt... Das ist das dritte Mal, dass ich den dann gucke. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie jetzt das remasterte Material dann tatsächlich wirkt. Ich verstehe allerdings nicht so ganz, warum man jetzt hier nicht den Schritt gewagt hat, um einen Blu-ray 4K-Mediabook rauszubringen. Also das Teil hat ja jetzt, kostet knapp 30 Euro. Das ist der normale Mediabook-Preis. Mir gefällt die Veröffentlichung richtig gut. Ich finde, es ist ein Film, der auf jeden Fall hier eine würdige Veröffentlichung bekommt. Ich finde es sehr schön, dass Universal mit Turbine zusammengearbeitet hat. Mir gefallen die Artworks, mir gefällt das sehr ausführliche Booklet. Das ist ja auch mit 3 Discs jetzt keine kleine Veröffentlichung. Aber Abzüge würde ich tatsächlich geben, eben zum einen, da die Mediabooks sehr einfach daherkommen, also wirklich ohne Spielereien, Prägung oder Hochglanz. Also gerade hier, wenn ich mir überlege, die Strahlen oder der Schriftzug mit Hochglanzeffekten. Alleine hier, wenn man hier eine Matt-Hochglanzspielerei einarbeiten würde, das sähe, glaube ich, echt gut aus. Oder alleine das The Thing geprägt da drauf. Also da hätte man einiges machen können. Nichtsdestotrotz, 3 Cover gibt es zur Auswahl eben. Und der geneigte Mediabook bzw. Filmfan macht hier definitiv nichts falsch. Wenn ihr jetzt sagt, ey, das spricht mich doch genau an, das soll doch meins sein, dann habe ich, wie gesagt, was für euch. Ich verlose 2-mal je ein Exemplar. Das ist dann so Zufall, wer was wie bekommt. Und ihr könnt da ganz einfach mitmachen. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz simpel. Seid mindestens bitte 16 Jahre alt. Und dann schreibt ihr bitte in die Kommentare, aus welchem Jahr das Ding eben ist. Und dann wird der Gewinner schon ausgelost. Ihr dürft, wie gesagt, auch gerne mit mir kommunizieren, woher dieses Motiv kommt und was ihr generell von der Veröffentlichung haltet. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, auch woher dieses Cover kommt und was es darstellen soll. Ich bin echt gespannt. Vielen Dank an Turbine und Universal für das Gewinnspiel. Vielen Dank an euch alle fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Bis bald.